Mein Name ist Selin Hüsser. Ich habe das Bauingenieurstudium abgeschlossen 2014 an der FHNW in Muttenz. Arbeite seitdem seit rund 6 Jahren bei der Firma Hollinger. Darf jetzt seit diesem Jahr den Fachbereich Tiefbau leiten. Für mich ist interessant am Bauingenieurwesen, es ist ein sehr interdisziplinärer Beruf. Man hat den Unterschied zwischen Bürotätigkeit, misst aber auch an der frischen Luft draußen auf der Baustelle. Und was mir vor allem gefällt, das ist ein technischer Beruf, der aber doch sehr viel mit Menschen zu tun hat. Am Studium habe ich besonders geschätzt die Breite der Ausbildung. Obwohl bei mir schon ziemlich bald klar war, dass ich meine Berufung im Tiefbau finden werde, hätte ich doch jede Möglichkeit gehabt, in die Statik, Holzbau, Verkehrsplanung und so weiter einzutauchen. Mir hat am Studium an der FHNW vor allem gefallen der Klassengeist sowie die Interaktion mit den Dozentinnen und Dozenten, welche doch des Öfteren aus dem Praxisalltag kamen. Auf der Baustelle überwache ich Termine und die Kosten, koordiniere die Arbeiten und mache die Qualitätssicherung. In meinem Beruf macht mir besonders viel Freude der Umgang mit den Menschen. Wir treffen die Menschen an Sitzungen, wir telefonieren mit ihnen und gleichzeitig erschaffen wir was draußen auf der Baustelle. Und am meisten Spaß macht es mir, wenn Passanten sich für die Baustelle und den Baubetrieb interessieren und ich sie da weiter aufklären kann. Ich hatte bis anhin nie das Gefühl, dass ich als Frau anders angesehen werde im Beruf. Die Baubranche ist im stetigen Wandel und auch Frauen gehören zunehmend zum Arbeitsalltag dazu. Ganz im Gegenteil, teilweise bekomme ich sogar Komplimente oder eine Wertschätzung, die Frauen auch als Bereicherung da sehen im Berufsalltag, weil wir doch andere Denkweisen und andere Vorgehensweisen anwenden. Aus meiner Sicht braucht eine Bauingenieurin neben dem technischen Fachwissen viel Kommunikationsfähigkeit, Organisationstalent und eine Prise Selbstbewusstsein.